Vier Stifte von der Größe einer Milchflasche halten die Flügel am Rumpf. Eine denkbar einfache Mechanik. Es braucht aber einen Kran und eine 5 Tonnen schwere Metallplatte, den Flügel vom Rumpf zu trennen. Es braucht vier Männer, eine B-52 zu vernichten. Sie zu bauen, benötigt es Tausende von Menschen und 100 Fabriken. Zu viel von jener Vernichtung, die der Bomber in die Welt setzen sollte, ist noch in seiner eigenen Zerstörung anwesend.